dieser berühmten Low-Body-Streifen gab es mal eine legendäre Szene, die hier im Osten ganz schnell wieder entfernt wurde. Wir wissen gar nicht so recht, warum. In der, wir waren noch Zeuge des Originals, in der Terence Hill quer durch ein irisches Freudenhaus tanzt, was diesem Etablissement hier in gewisser Weise auch so eine schicke Balustrade oben, wo die ganzen Mädels saßen und so. Und im Arm logischerweise eine rotgelockte irische Dame dieser Gesellschaft, in deren Armen wohl auch schon sein Vater glücklich verstorben war und die über dies hinaus das attraktivste Holzbein trug, was ich mir bis dato hätte nur vorstellen können, und sei es nur im Italo-Western, wirklich ein sehr, sehr formschönes, handgeschnitztes Lindenholzbein mit integriertem schwarzen Netzstrumpf und rotem Stöckelschuh. Wir waren ziemlich aufgeregt damals, aber nur bis zu der Szene, in der in einer zu schnell genommenen Linkskurve beim immer schneller werdenden Tanz mit Terence Hill die Dame aus Irland ihr Holzbein verliert. Es fliegt in hohem Bogen durch die Fensterscheibe raus in die Prärie, erwischt dort einen Indianer, wahrscheinlich auch den letzten. Und das Ganze war auch noch unterlegt mit einer fröhlichen Musik, die der Folgenden ziemlich nahe kommt. Nur deshalb haben wir das Ganze The Nobody's Real genannt. Und ja, ein Stück, was gibt's da, also ein Stück für einen einzelnen Stadtstreicher und einem Hütchenspieler aus Absurdistan und eine ganze Kompanie desertierter Trommler der Nordstaatentruppen. Das Ganze heißt Nobody's Real. Ja. Bitteschön. Okay. Mann, ich vergaß. Das Holz meines Weckens. Dann kann ich weiterspielen. Das ist ganz weg. Das wird's nicht. Hat zufällig jemand noch einen Krummelstock hier? Sag mal, wir hatten so einen Stock hier weggenommen. Die Drumsticks werden ja ganz gerne als Souvenir mitgenommen. Nein, ihr habt den nicht. Mach hier doch mal mit der Tasche. Lass mal was liegen. Ja. Am besten alle kommen mal mit vor, suchen. Ja. Doch, da hinten, das ist der. Er hat ihn. Thank you.
Und das war an der Autobahn-Speed-Pistel, Mr. Donald Pinnicore. Zu meiner Rechten, im Hauptberuf Mädchenspieler aus Absurdistan. Eine gespaltene Persönlichkeit, die rechte Hand spielt immer was völlig anderes als die linke. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Deshalb hat er auch zwei Namen, Mr. Stephen and Mr. Thomas. Danke nur der Form halber noch dem Mann, der hier ein bisschen unauffällig zwischen uns steht. Mr. Klaus Adolfi.